Hallo und herzlich willkommen in Funchal auf Madeira. Ja, wir werden jetzt heute mit euch mal eine ganz etwas andere Seite von Funchal zeigen, beziehungsweise nein, wir gehen zuerst in die Markthalle, anschließend wollen wir zur Christusstatue. Eine lange, schöne Wanderung und da ist mit Sicherheit deutlich weniger los als jetzt hier, wo wir gerade mit zwei Kreuzfahrtschiffen entleert werden und in Funchal einfallen. Okay, viel Spaß und dann geht's los. Da liegt der Balk schon in der Wiege und hat schon deutlich vor seinem Geburtstag. Der Hammer. Sag mal hallo. Ach so, und ich möchte das fotografieren. Ja, und wir sind hier im Bild. Guck mal. Heiligen Drei Könige. Mit vier Kamelen im Bild. Ja, hier sind wir ja in der Markthalle von Funchal, hier jetzt genau in der Fischhalle. Und manchmal könnt ihr euch glücklich schätzen darüber, dass man im Video nichts riecht. Also hier ist wirklich der typische Fischgeruch, wie es sich gehört. Yeah, out in fat facts, going hard in the pit, yeah. I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? Why you need to lie? Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? How do you get by? In der Markthalle haben die dann doch noch was gegen den Geruch getan. Damit es ein wenig weihnachtlich riecht, haben sie hier Tannenbäume hingestellt. Jetzt frage ich mich mal, wenn man die Bäume hinter sich in die Wohnung stellt, wie die Wohnung wohl riecht.
Ja, eben noch in der Fischhalle voll Gestank, jetzt hier in dieser wunderbaren Hütte. Ananas, Banane. Good? Mmm, delicious. Delicious fruit. Mm. Yes? Schmeckt ein wenig nach Banane und ein wenig nach Ananas. Sehr gut. Zu empfehlen. Wie ist das? Sehr gut. Schmeckt auch sehr gut. Thank you. So, weiter geht's. Frisch gestärkt mit frischen Früchten und schmackhaftem Wasser. Okay, auf geht's. Ja, auf dem Weg zur Christusstatue sind wir schon ganz schön hochgekommen. Hinter uns der Hafen mit der Aida Stella und der Mein Schiff 1. Also falls ihr mal nach Madeira und nach Funchal kommt und euch überlegt, wir laufen einmal zur Christusstatue, nehmt ein Taxi. Damit man einen kleinen Eindruck davon bekommt, wie steil das hier hoch geht. Unfassbar. Machst du wieder Faxen? Da unten steht er. Da hat sich die lange Wanderung dann doch gelohnt für die Aussicht. Freunde des gepflegten Films, eben haben wir uns Christorei angeguckt. Ja, und wo ihr dann schon einmal hier an der Christusstatue seid, solltet ihr euch auch das einmal gönnen, mit der Seilbahn runterzufahren zu dem Strand und einen Besuch im Café anstreben. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug etwas gefallen und jetzt geht's wieder zurück zum Schiff. Das, was ich eigentlich wirklich erzählen wollte, ist, dass die Christusstatue in den 20er Jahren erbaut wurde und 1927 dann eingeweiht wurde. So, die Information muss sich noch loswerden. Jetzt geht's aber weiter. Ciao.
Hause. Übrigens fahren wir jetzt die ganze Strecke mit dem Bus zurück. Die Nummer 155, höre ich gerade, fährt praktisch oberhalb von Christorei wieder bis zurück nach Funchal. Und die ganze Fahrt kostet für zwei Personen 3,70 Euro haben wir bezahlt. Also man kann sich nicht beklagen. Wir haben eine Wanderung gemacht, die sehr anstrengend war. Fast 10 Kilometer bis zur Christusstatue. Naja, und nun gönnen wir uns den Luxus und fahren mit dem Bus ganz gemütlich wieder zurück. Okay, das war unsere Wanderung. Was machst du denn hier? Schon vom Nordpol nach hier gekommen? Unfassbar.